Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zum heutigen Shin Megami Part. Ja, heute nehmen wir die letzten Götter in Anspruch. Ich beweise euch noch vorher, dass ich hier den Schwierigkeitsgrad höher geschaltet habe. Höher als sonst. Und zuallererst müssten wir einmal zum Schloss von dem Dämonenkönig in Shioda. Da ist nämlich die Nebenquest. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir Shiva bekämpft. Ich habe da den Modus auf den leichtesten Modus geschaltet, damit wir Shiva überhaupt besiegen können. Und ich bin mir zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob ich den Kampf nochmal auf einem höheren Level nochmal machen will. Es kann sein, dass ich das komplett sein lasse. Warum habe ich letztes Mal erklärt? So, jetzt haben wir hier noch Bosskämpfe vor uns. Die waren, meine ich, auch auf der Versammlung. Amun ist übrigens der Auftraggeber. Das ist so ein riesiger Vogel. Okay. Ich habe übrigens noch nicht geguckt, wie viel... Level ich jetzt brauche zur Shiva-Fusion, aber wahrscheinlich viele. Zwei Bosse. Die haben jetzt mehr Angriffskraft und Verteidigung. Beziehungsweise ich mache weniger Schaden und sie machen mehr. Aber ihre Werte sind nicht ganz so krass wie die von dem Ultra-Boss. Könnt ihr mal gucken. Megiddo und Loan, wie viel Schaden macht. Na guck mal, ist ausgeglichen. Das war ja mein Argument dafür, zumindest mein Handicap, das ich mir dafür setze, dass ich Shiva mir leicht gemacht habe. Weil Shiva hätte ich sonst nie platt gekriegt. So, Schade der Hüge und dann sehen wir, wie viel Schaden die machen. Gar kein, weil ich blocke. Ah, Reißen der Meere ist bei beiden effektiv. Also wie gesagt, Leute, ich spiele jetzt wenigstens extra auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und jetzt gucken wir uns dann in der Wahrheit mal richtig an. Es sieht krass aus, aber irgendwie ist es schwach. So. Eiszeit. Wer hat welche Skills? Ich würde sagen, der Azura ist krasser, deswegen machen wir erstmal Azura. Also die sind halt auch keine Gegner, das liegt aber mehr am Level. Wir sind halt 20 Level über denen. So, reißende Meere, das trifft ja eh beide. Und dich könnte ich eigentlich austauschen. Ich könnte. Ich mache einfach Donner der Wahrheit und hoffe auf mehrere Treffer. Ja, diese Götter, die können halt nichts. So, Licht des Gesetzes, das wieder aufzufüllen vom Geld her, ist ja nix. Okay. Es ist schön, dass ihr die nächsten kritisch machen wollt, aber ihr seid jetzt tot. Das war der eine. Ich passe mal.
wir mal Glück an, weil der jetzt auch sterben wird. Also ja, im Übrigen mit Omegatoki Glück, das sind so 10% im Maximalen. Also es bringt auch nicht viel. Falls jetzt Ölmer denkt, Shining, du hättest doch mit Omegatoki Glück vielleicht ein bisschen mehr leveln können. Nein. Ab dem Level, wo ich bin, geht das hauptsächlich nur mit Evangeliums. Ich werde jetzt auch keine weiteren Evangeliums mehr nutzen. Tja, diese Götter sind jetzt auch hinüber. Ich ärgere mich jetzt grün und blau, wenn die Evangeliums gegeben hätten. Flügelsonnenemblem, das ist das, was wir gerade brauchen. So Leute, da vorne ist unser letzter Auftragsgeber. Von hinten, wo ich ihn ja immer nur gesehen habe, dachte ich erst, es wäre die Hydra, aber das ist es. Amun. Ja, hier nehmen. Der sieht halt mega mächtig aus, ne? Der will auch kämpfen. Das ist nicht das, was du versprochen hast. Der hat versprochen, sich uns anzuschließen. Und noch ein heftiger Boss. Hoffentlich. Welches Level hat der denn? Also Shiva wird er nicht übertreffen können. 73, den besiegen wir locker. Okay, Feuer ist bei denen schwach. Gut, dass wir genau das Team haben, was wir brauchen. Sag mal, sind die alle gegen Eis hier schwach? Götter mögen kein Eis. Ach komm. Komm, mein Dämonenkönig. Dann haben wir wenigstens das richtige Team hierfür. So, bei ihr machen wir Schale der Hygia. Man kennt es ja. Ich habe übrigens hier Allmacht nochmal gesteigert. Das habe ich auch noch auskriegen gemacht. Eiszeit. Ja, hier ist halt wirklich einfach nur das Level, was es hier zu einfach macht. Hier, da könnt ihr dann auch nochmal sehen, hätte ich die jetzt durchgezogen, also das Grinding und damit dann zum Boss, der wäre wahrscheinlich instant tot. Der will Zeug reflektieren. Dann nehmen wir doch einfach jemanden Schwachen. So, ist das jetzt weg? Megiddo-Flamme, um Gottes Willen. Aber wir sind halt schon zu hoch vom Level für den. Aber ist trotzdem ein cooler Gegner.
Ja, der Eisadenschlag müsste mehr Schaden machen. Und bei Fion ist ja eigentlich der Angriff hoch, ne? Magie bringt bei dem so gut wie gar nichts. Ach ja, der hat ja eine Resistenz. So, Licht des Gesetzes, dann sind alle generell nochmal stärker. Gut, 3 Treffer. Amun ist gleich schon tot. Hättest du keine Resistenz gegen physische, ne? Ach komm. Dann ist er gleich richtig schnell tot. Ich mach einfach einen Amnita-Drink und dann booste ich. Wozu sonst habe ich durchbohrende Aura? So. Das wird dein Ende. Omagatoki Glück aktivieren und dann vernichten wir ihn. Dann gucken wir uns auch mal endlich die ganzen Essenzen und Fusionen an, die wir jetzt bekommen haben. So, ich habe Glück aktiviert. Wie ihr seht, auch nur 12.000 und das war ein Boss. Also die geben halt echt nicht viel Erfahrung. Warum kriege ich bei jemandem, der kaum auf Nahkampf geht, eine Nahkampftechnik? Hm, ich bin die größte Macht. Okay. Was kriege ich? Yes. Okay. Ich habe einen Tyrannentalisman dafür bekommen. Also dadurch habe ich jetzt auch nicht nochmal so viele Levels weggemacht. Drei Fusionen kamen dazu, bevor ich jetzt hier irgendwas großmäulig von mir gebe. Erstmal gucken. Hier scheint sich nirgendwo eine weitere Nebenquest aufgetan zu haben. Ich gucke jetzt auch nur über den Drachenlinienquest, sicherheitshalber. Nein, nirgendwo hat sich eine Nebenquest aufgetan. Das war auf jeden Fall die letzte Nebenquest. Hier im Dämonenkönigschloss, da ist nur ein einziger, mit dem man reden könnte. So, dann teleportieren wir uns hierhin. Heilen erstmal das ganze Team. Und dann gucken wir einmal in die Welt der Schatten. Jetzt haben wir hier ein paar Fusionen. Shiva, Level 96. Und natürlich ist der overpowered wie sonst was. Also guckt euch mal seine Resistenzen an.
Wäre da nicht die Eisschwäche, wäre der komplett unbesiegbar. Warum macht man den aus solchen Billos? Die beiden sind absolute Billos, warum entsteht dadurch so ein Ultra-Dude? Hier ist die die Aogami-Essenz, die ich erwähnt hatte. Da ist ein besonderer Skill mit bei. Nämlich belebendes Manta. Kann man einen Dämon aus dem Inventar holen und es belebt den sogar wieder, falls nötig. How is this? So, wo ist jetzt die Shiva-Essenz? Hab sie gefunden. So, wir übernehmen die Resistenzen. Die sind ultra stark. Außer Eis habe ich dann keine Schwäche mehr. Und guck mal, ich reflektiere auch Zeug. Das ist richtig krass. Also wir haben die ultimative Essenz noch zusätzlich zu uns genommen vor dem letzten Boss. Wir wandern jetzt hier rüber. Und begeben uns langsam ins Endgame. Hier ist auch nochmal eine Nebenquest. Zwei sogar. Wird wohl doch nicht sofort Endgame. It seems you're the demon. There is a large radio tower in Shiva known as Tokyo Tower. I ask that you speak with him and help us to achieve. Was ist denn sein Ziel? Splendid. I humbly request that you meet. Und du, was willst du? Okay. Okay. Auch machen wir noch mal zwei Nebenquesten. Okay. Ich glaube, die habe ich schon besiegt. Ich gucke, ob hier ein Drachenlinienquell ist. Da vorne ist ja dieser Thron. Hier geht die Musik weg. An der Stelle. Ja, hier würde der Endkampf stattfinden. Ich würde aber sagen, wir machen noch die letzten beiden Nebenquesten. Die machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet beim heutigen Part Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Like und ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!